bedeutet CETA. Auf beiden Seiten des Atlantiks gehen Bürgerinnen und Bürger auf die Barrikaden gegen das geplante Handels- und Investitionsabkommen TTIP, über das die Europäische Union und die USA derzeit verhandeln. Doch nur wenige wissen, dass die EU mit Kanada schon vorher ein ähnliches Abkommen abschließen will, CETA, das Comprehensive Economic and Trade Agreement. Schon seit 2009 laufen die Verhandlungen. Im September 2014 soll CETA unterzeichnet werden und so dem umstrittenen TTIP den Weg ebnen. Denn CETA gleicht TTIP in vielem wie ein Ei dem anderen. Beide Abkommen sollen großen Konzernen neue Privilegien verschaffen, zulasten der Bürgerinnen und Bürger. Dies geschieht vor allem über Regelungen zum Investorenschutz, das sogenannte Investor State Dispute Settlement. Danach sollen ausländische Investoren gegen Staaten klagen können, wenn deren Gesetze ihre Gewinne schmälern. Solche Klagen auf der Basis von ISDS-Verträgen gibt es schon jetzt. Weltweit sind 568 Fälle bekannt. Zwei Beispiele. 2010 verklagt der Tabakkonzern Philip Morris Uruguay auf 2 Milliarden US-Dollar Schadensersatz für ein Gesetz zum Nichtraucherschutz. 2012 verklagt der Atomkonzern Vattenfall Deutschland auf 3,7 Milliarden Euro Entschädigung für den Atomausstieg. Verhandelt werden solche Klagen vor speziellen Schiedsgerichten, die nicht öffentlich kontrolliert werden. Dort entscheiden keine unabhängigen Richter, sondern private Anwälte, die kräftig an den Schiedsverfahren verdienen. Wenn CETA in Kraft tritt, können auch US-Konzerne mit kanadischen Tochterfirmen die europäischen Staaten verklagen, mit teuren Folgen für die Steuerzahlenden. Schon die Drohung mit einer solchen Klage kann dazu führen, dass Gesetze zum Schutz von Umwelt und Verbrauchern gar nicht erst beschlossen werden. Das gefährdet auch die Demokratie. CETA sieht vor, dass die Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen nicht mehr rückgängig gemacht werden darf. Wenn sich eine Gemeinde oder ein Land dennoch dazu entschließt, drohen teure Konzernklagen. Mithilfe solcher Klagen könnten Energiekonzerne auch in Europa das umstrittene Fracking durchsetzen. Und sie können sicherstellen, dass sie Treibstoffe aus Ölsanden weiterhin in Europa verkaufen dürfen. Für die Gewinnung dieser besonders klimaschädlichen Treibstoffe werden in Kanada ganze Landstriche verwüstet. Abkommen wie CETA will die EU anschließend nicht nur mit den USA, sondern auch mit Singapur, Vietnam, Indien, China und vielen anderen Staaten abschließen. Überall ist derselbe Mechanismus vorgesehen, der die Interessen von Konzernen über die der Bürgerinnen und Bürger stellt. CETA ist das erste dieser Abkommen, das Regierungen und Parlamenten zur Abstimmung vorgelegt wird. Wird CETA beschlossen, werden TTIP und die weiteren Abkommen kaum noch aufzuhalten sein. Helfen Sie, CETA zu verhindern. Unterzeichnen Sie jetzt den Appell für den Stopp von CETA. www.campact.de/CETA-stoppen. Es gehen Bürgerinnen und Bürger auf die Barrikaden gegen das geplante Handels- und Investitionsabkommen TTIP, über das die Europäische Union und die USA derzeit verhandeln. Doch nur wenige wissen, dass die EU mit Kanada schon vorher ein ähnliches Abkommen abschließen will. CETA, das Comprehensive Economic and Trade Agreement. Schon seit 2009 laufen die Verhandlungen. Im September 2014 soll CETA unterzeichnet werden und so dem umstrittenen TTIP den Weg ebnen. Denn CETA gleicht TTIP in vielem wie ein Ei dem anderen. Beide Abkommen sollen großen Konzernen neue Privilegien verschaffen, zulasten der Bürgerinnen und Bürger. Dies geschieht vor allem über Regelungen zum Investorenschutz, das sogenannte Investor State Dispute Settlement. Danach sollen ausländische Investoren gegen Staaten klagen können, wenn deren Gesetze ihre Gewinne schmälern. Solche Klagen auf der Basis von ISDS-Verträgen gibt es schon jetzt. Weltweit sind 568 Fälle bekannt. Zwei Beispiele. 2010 verklagt der Tabakkonzern Philip Morris Uruguay auf 2 Milliarden US-Dollar Schadensersatz für ein Gesetz zum Nichtraucherschutz. 2012 verklagt der Atomkonzern Vattenfall Deutschland auf 3,7 Milliarden Euro Entschädigung für den Atomausstieg. Verhandelt werden solche Klagen vor speziellen Schiedsgerichten, die nicht öffentlich kontrolliert werden. Dort entscheiden keine unabhängigen Richter, sondern private Anwälte, die kräftig an den Schiedsverfahren verdienen. Wenn CETA in Kraft tritt, können auch US-Konzerne mit kanadischen Tochterfirmen die europäischen Staaten verklagen, mit teuren Folgen für die Steuerzahlenden. Schon die Drohung mit einer solchen Klage kann dazu führen, dass Gesetze zum Schutz von Umwelt und Verbrauchern gar nicht erst beschlossen werden. Das gefährdet auch die Demokratie.
CETA sieht vor, dass die Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen nicht mehr rückgängig gemacht werden darf. Wenn sich eine Gemeinde oder ein Land dennoch dazu entschließt, drohen teure Konzernklagen. Mithilfe solcher Klagen könnten Energiekonzerne auch in Europa das umstrittene Fracking durchsetzen. Und sie können sicherstellen, dass sie Treibstoffe aus Ölsanden weiterhin in Europa verkaufen dürfen. Für die Gewinnung dieser besonders klimaschädlichen Treibstoffe werden in Kanada ganze Landstriche verwüstet. Abkommen wie CETA will die EU anschließend nicht nur mit den USA, sondern auch mit Singapur, Vietnam, Indien, China und vielen anderen Staaten abschließen. Überall ist derselbe Mechanismus vorgesehen, der die Interessen von Konzernen über die der Bürgerinnen und Bürger stellt. CETA ist das erste dieser Abkommen, das Regierungen und Parlamenten zur Abstimmung vorgelegt wird. Wird CETA beschlossen, werden TTIP und die weiteren Abkommen kaum noch aufzuhalten sein. Helfen Sie, CETA zu verhindern. Unterzeichnen Sie jetzt den Appell für den Stopp von CETA. www.campact.de/CETA-stoppen